Die Wahlversammlung des Landesrates Ungarn-Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen fand am vergangenen Wochenende in Todvajon statt, wo auch eine neue Körperschaft gewählt und die strategischen Ziele für die nächste Amtsperiode festgesetzt worden sind. Am Ende der Versammlung sprach ich über die Ereignisse des vergangenen Jahres und die Ergebnisse der Vollversammlung mit dem altneuen Vorsitzenden des Landesrates, László Kreis. 2017, das war auch wieder ein erfolgreiches Jahr, wie vorletztes Jahr auch. Gott sei Dank, wir haben die Chance, die gute Füllung dafür, dass die nächsten 2, 3, 5 Jahre kann oder darf auch ein erfolgreiches Jahr werden. Sprechen wir ein bisschen über die Zahlen. Wie viele Gruppen gibt es, wie viele Mitglieder gibt es jetzt beim Landesrat? Der Landesrat hat fast 240 Gruppen. Das bedeutet, zwischen 6.000 und 7.000 Personen machen mit uns. Das wichtigste Punkt, dass der Mitgliedsbeitrag, das zahlt jede Gruppe. Also das bedeutet, die Gruppen finden das auch schön und wichtig ihren Zukunft. Sprechen wir noch ein bisschen weiter über die Zahlen, wenn man darüber sprechen kann. Was ist der finanzielle Rahmen, womit Sie diese Gruppen unterstützen können, womit Sie Veranstaltungen organisieren können? Also wie wirtschaftet der Landesrat? Wir organisieren jedes Jahr zwischen 12 und 14 Veranstaltungen. Hauptsächlich ist eine Qualifikationsveranstaltung, einmal für Tänzer, einmal für die Sänger und einmal für die Musiker. Das bedeutet ein Landesfestival mindestens und 2 zwischen 5 Qualifikationswettbewerben. Dann haben wir noch ein sehr schönes Festival, Fest der ungarisch-deutschen Kirchenmusik. Das ist auch ganz berühmt. Das Treffen der Musiker mit dem alten Instrument. Dann die Harmonikakapelle des Landesrates organisiert Akkordanlager. Dann die Tänzerinnen, die organisieren ihre Volkstanzwoche. Die Sängersektion organisieren in Sinnwoche und die Schwabenjugend, die organisieren auch ihrem Treffen der Schwabenjugend. 12, 14 Veranstaltungen haben Sie gesagt, 240, um die 240 Gruppen. Was ist Ihr Empfinden bezüglich dieser Zahl? Ist das eine gute Zahl, eine schöne Zahl, was Mitgliedschaft betrifft, oder könnte das noch höher werden? Und wie schafft man das alles ehrenamtlich? Die Sektionsleiter und die Mitglieder machen das ja alles ehrenamtlich. 12 und 14 Landesveranstaltungen, das sind ziemlich viele Veranstaltungen in einem Jahr. Die Veranstaltungen werden von unserem Büro organisiert und wir müssten immer mit lokalen Nationalitäten, Selbstverwaltungen, mit Gemeinde zusammenarbeiten, mit den Vereinen zusammenarbeiten, weil der größte Teil von der Arbeit müssen die das schaffen. Wir bringen unser Know-how mit unserer Organisation von unserem Landesratsbüro. 240 Gruppen. Ist das eine schöne Zahl oder ist der Wunsch da, noch mehr Gruppen einzubeziehen in die Mitgliedschaft? Also für die Zukunft, diese Zahl ist, ich glaube, exzellent. 240 Gruppen meinen genau das, was Landesrat möchte, dass unsere Kultur in Qualität aufhalten. Das ist auch das wichtigste Ziel des Landesrates, qualitative Kulturbewahrung und Weitergabe, nicht? Das ist unsere Vision und dafür sorgen wir unsere Mission, dass wir mit unseren 240 Gruppen das schaffen können. Was wurde an diesem strategischen Wochenende besprochen, behandelt? Mit welchem Resümee gehen Sie jetzt am Sonntagnachmittag nach Hause? Das ist immer, hat zwei Seiten. Einmal für die Veranstaltungen, wo können wir die Organisierer noch bessern, die qualitativen Sachen noch bessern. Und die zweite Seite ist immer fachlich. Wie können wir die fachliche Seite auch immer ein bisschen entwickeln? Und warum? Weil am anderen Seite, wo die Gruppen stehen, dort muss diese fachliche Entwicklung sich ändern und danach, das muss ein Erlebnis sein. Und ich glaube, das ist unser Geheimnis. Mit Fachlichkeit professionell organisieren, und an der anderen Seite taucht auch mit einem schönen, guten Erlebnis. Sie wurden für weitere 5 Jahre zum Vorsitzenden gewählt an diesem Wochenende. Wie würden Sie gerne den Landesrat am Ende Ihrer jetzigen Amtszeit sehen?
höchste Ziel, dass für unsere Ausbildungen eine gute Grundsätze aufbauen konnten. Das ist unser Ziel jetzt für die nächsten 5 Jahre. Und wo steht das jetzt? Weil gute Grundsätze gibt es schon. Die Sektionen arbeiten auch viel und hart. Und es gibt viele Mitglieder, es gibt positive Rückmeldungen. Wo stehen diese Grundsätze nun? Deswegen haben wir schon 10 Jahre oder noch mehr Kontakt aufgenommen. Da können wir Vorbildungen im Ausland organisieren. Und dann haben wir gute Kontakte schon in Turnese, in Kärnten. Dort können wir jeden Jahr 4 Sänger hinschicken. Wir lernen dort sehr viel vom Methodik. Wie kann oder wie sollen wir in unseren Fachausbildungen aufbauen für die Amateurengruppen? Das ist wichtig. Die wollen nicht in Hochschule studieren, wie sollen wir tanzen oder wie müssen wir singen oder musizieren. Aber trotzdem, von diesen 240 Gruppen, die sind Amateurgruppen. Da brauchen wir nicht nur professionelle Leiter oder Leiterinnen, sondern ein herzhaftvolles Amateurleiter und Leiterinnen, die stehen offen für Ausbildungen. Also trotzdem eine gewisse Professionalität in die Sache reinbringen. Also im Denken schon. Ja. Professionalität im Denken schon. Und alle anderen, wie viel sie lernen, das hängt schon der anderen Seite wieder.